wunderschönen Tag, Herr Linus. Schön, dass Sie wieder in meinem Restaurant sind. Ja, sehr schön ist es hier. Ich hätte gerne was zu essen. Ich hätte gern die allerbeste Suppe, die Sie haben. Und einen Kinderkaffee. Ja, sehr gerne, Herr Linus. Das bringe ich Ihnen alles sofort. Dauert einen ganz kleinen Moment. Oh Mann, ey, was bin ich nur für eine schlechte Kellnerin. Ich muss doch fragen, ob der Kaffee mit Milch oder mit Zucker oder sowas sein soll. Entschuldigen Sie bitte, Herr Linus, aber ich wollte Sie ganz kurz noch fragen. Möchten Sie was Spezielles in Ihrem Kaffee haben? Zum Beispiel Milch oder Cola oder Salz oder Pfeffer oder auch vielleicht Zucker? Oh ja, sehr gut, dass Sie fragen, Frau Kellnerin. Ich hätte gerne Smarties in meinem Kinderkaffee und Puderzucker. So, Herr Linus, schauen Sie mal, hier ist Ihre Suppe, aber Vorsicht, ist noch heiß. Ja, ich habe die besten Zutaten reingetan. Ich hoffe, das schmeckt. Oh, das duftet aber lecker. Aber sagen Sie mal, Frau Kellnerin, wie soll ich das überhaupt essen? Ich meine, soll ich das mit den Händen essen, Hannah, die Suppe? Soll ich so tun, als ob ich einen Löffel habe oder wie wollen wir das jetzt machen? Oh je, Linus, da hast du natürlich recht. Ohne Löffel macht das ja wenig Sinn. Silke hat uns verboten, mit den Metalllöffeln zu spielen. Aber weißt du, was mir einfällt? Ich könnte ja mal Dörte fragen, ob sie mir einen Löffel leiht. Die kleinen Kinder haben doch so Plastiklöffel. Ich bringe den danach auch wieder. Ich gehe sie kurz fragen. Ja, also einen Moment, Herr Linus. Ich komme sofort wieder und dann gucke ich, ob es einen Löffel gibt für sie, ja? Sonst müssten sie wirklich mit den Händen heute mal essen. Hallo, Hannah. Na, was machst du denn hier? Wolltest du mich mal besuchen? Ja, schon. Aber ich wollte dich was fragen. Ich wollte fragen, ob du uns ja für einen ganz kleinen Moment einen Plastiklöffel leihen kannst. Ich bringe ihn auch danach sofort wieder. Linus und ich, wir dürfen heute drin spielen. Und ja, wir haben leider keinen Löffel. Und Silke hat uns verboten, dass wir die Metalllöffel benutzen dürfen. Also dürfen wir bitte? Ja, natürlich, Hannah. Aber bitte bring ihn mir gleich wieder. Wir haben nicht so viel Plastikbesteck. Wenn ihr fertig seid, dann bring ihn einfach wieder oder schmeißt ihn hier vorne in die Kiste, ja? Ach, du bist so lieb. Danke, Dörte. Ich entschuldige mich sehr, dass Sie warten mussten und hoffe, dass die Suppe nicht kalt ist. Aber hier ist Ihr Löffel. Ah, vielen Dank, Frau Kellnerin. Ich hole jetzt noch eben ganz schnell Ihren Kinderkaffee. Der sollte nun auch fertig sein. Vielen Dank, Frau Kellnerin Hannah. Das freut mich. So, Herr Linus, hier ist auch Ihr wunderschöner Kinderkaffee mit ganz viel Smarties und ganz, ganz viel Puderzucker. Das hört sich ja sehr lecker an. Ich stelle denn die Kanne hier vorne hin, dann können Sie sich jederzeit bedienen. Ja, aber Hannah, wie soll ich denn da draus trinken? Also ich kann auch nicht die ganze Kanne in den Mund nehmen. Ja, Linus, da gebe ich dir recht. Es wäre so toll, wenn wir so einen Becher nehmen könnten, aus Plastik, wo wir Kinder draus trinken. Meinst du, wir sollen uns einfach einen nehmen? Nee, lieber nicht. Wir fragen mal lieber Silke. Oder noch besser, Marie ist oben und malt mit ein paar Kindern. Na, ihr beiden, habt ihr keine Lust mehr? Wollt ihr mir ein bisschen Gesellschaft leisten und auch malen? Nein, wir wollten dich nur was fragen. Wir wollten fragen, ob wir vielleicht ein oder zwei, ja, von den Tassen nehmen dürfen. Wir spielen doch so schön Restaurant unten. Ich weiß gar nicht. Also von mir aus könnt ihr das gerne nehmen, aber fragt da mal lieber die Silke. Nachher möchte sie das nicht. Silke ist draußen mit den Kindern. Hannah und Linus, das ist ja schön, dass ihr beiden jetzt doch rauskommt. Habe ich mir fast schon gedacht, dass ihr keine Lust habt, die ganze Zeit Restaurant zu spielen. Nein, wir wollen nun weiterspielen. Aber wir wollten dich kurz was fragen. Dürfen wir uns vielleicht einen von den Plastikbechern nehmen? Ja, wir würden so gern weiter Restaurant spielen und das ist so doof, weil wir kein richtiges Geschirr haben. Ach, ihr beiden seid ja süß. Schön, dass ihr gefragt habt. Natürlich dürft ihr euch einen Plastikbecher nehmen. Aber nur die Plastikbecher, nicht die Gläser. Hurra, Silke, du bist einfach die Beste. Und bevor ihr beiden wegrennt, es wird nicht mit Wasser gespielt. Nur trocken. Verstanden? Echt toll, dass Silke uns das erlaubt hat, oder? Ja, Herr Linus, hier ist Ihr Kinderkaffee mit vielen Smarties. Ich hoffe, er ist immer noch warm. Also, Linus, wenn ich ehrlich bin, ich hätte jetzt schon Lust, ein bisschen rauszugehen. Ja, Hannah, ich auch. Wir spielen ja irgendwie schon den ganzen Morgen hier im Restaurant. Ja gut, Linus, dann lass uns jetzt schnell aufräumen und dann gehen wir noch ein bisschen raus. Hast du gesehen, Greta spielt mit dem Ball. Aber das war so lieb von Silke, dass sie uns erlaubt hat, ja, dass wir die Becher benutzen dürfen. Und wir haben auch nichts kaputt gemacht. Ach, Linus,
Wir müssen auch noch den Löffel der Dörte wiederbringen. Das habe ich ihr versprochen. Kommst du eben noch mit? Nanu, was hat die Dörte denn da an der Nase? Das sieht aber komisch aus. Na, ihr beiden, seid ihr schon fertig mit Spielen? Ach du meine Güte, was hast du denn an der Nase gemacht, Dörte? Hast du dir wehgetan? Oh je, das sieht aber sehr gefährlich aus. Hm, was habt ihr denn? Ach du Schande, hier ist ja alles voller Blut. Was ist denn jetzt passiert? Oh, ich glaube, ich habe Nasenbluten. Ja, da kommt ganz viel Blut aus deiner Nase. Hast du dich irgendwo gestoßen oder sonst was? Nee, das muss auch eben gerade erst passiert sein. Ich habe mich nirgendwo gestoßen. Aber sag mal, kannst du mir einen Gefallen tun, Hannah und Linus? Ja, klar. Sollen wir Silke Bescheid sagen? Nein, ihr sollt mir einfach mal einmal ein ganz, ganz nasses Tuch holen. Das lege ich mir in den Nacken. Das bringt schon ganz viel, wenn man Nasenbluten hat. Oh je, die arme Dörte. Ja, ob das wohl wehtut, wenn man Nasenbluten hat? Das weiß ich nicht, Linus. Aber ich glaube nicht. Sie sah nicht aus, als ob sie Schmerzen hat. Oh Gott, so doll Nasenbluten habe ich ja noch nie gehabt. Ist irgendwas passiert? Habe ich zu doll geschnaubt? Das ist ja komisch. Vielleicht kommt das auch von meiner Allergie. Hier, Dörte, hier ist das Tuch, was du wolltest. Hannah, bist du so lieb und legst mir das einmal ganz fest in den Nacken? Einfach ein bisschen drücken? Meistens bringt das ganz viel bei Nasenbluten. Und ich gucke in der Zeit ein wenig runter, damit das Blut schön rausläuft. Mache ich das so gut, Dörte? Ja, das machst du sehr schön. Vielen Dank. Und Linus kann mir bitte nochmal eben ein sauberes Taschentuch holen. Es kommt immer mehr Blut aus deiner Nase. Bist du dir sicher, dass du dir nicht wehgetan hast? Ja, irgendwie weiß ich auch nicht, was los ist. Linus, ich glaube, du musst Silke einmal holen. Machst du das für mich? Du, Silke, Dörte schickt mich. Sie hat so doll Nasenbluten. Du musst unbedingt mal nach ihr gucken. Oh, Nasenbluten. Ja klar, ich komme eben mit ins Haus. Hey Dörte, was hast du denn jetzt gemacht? Das war doch alles in Ordnung, oder? Hast du dir wehgetan? Ich habe keine Ahnung. Es fing auf einmal an und hörte dann nicht mehr auf. Ich mache den Lappen am besten noch einmal nass, oder? Vielleicht bringt das ja jetzt was. Dörte, ich leg dir jetzt hier hinten auch nochmal den Lappen hin. Aber so lange Nasenbluten? Ich glaube, du musst mal lieber zum Arzt gehen. Ja, aber lass uns noch einen kleinen Moment warten. Vielleicht hört es jetzt ja gleich auf. Ich kann mir einfach nicht erklären, was passiert ist. Ich bin nirgendwo gegengekommen oder so. Und jetzt blutet das total. Echt komisch. Nee, Dörte, also so kannst du nicht weiterarbeiten. Geh bitte zum Arzt und lass das abklären, was das ist. Ja, aber ich kann doch jetzt nicht zum Arzt gehen. Was ist denn mit den Kindern? Ach, komm schon, Dörte. Marie ist auch hier und wir machen das schon zusammen. Sie ist vor oben und soll ein bisschen was mit den Kindern machen, aber dann ist es jetzt egal. Deine Gesundheit geht vor. Geh bitte zum Arzt und lass es abklären. Und wenn es nichts Schlimmes ist, kannst du ja immer noch wiederkommen. Hannah und Linus, seid bitte ebenso lieb und geht mal zu Marie und holt sie bitte. Ja, dann kann sie jetzt mit den Kindern da oben nicht weiterarbeiten. Das ist jetzt wichtiger, dass Dörte zum Arzt kommt. Die arme Dörte. Hoffentlich wird sie ganz schnell wieder gesund. Ja gut, Marie, dann gehst du jetzt mit den Kindern raus und ich bleib jetzt hier drinnen in der Krabbelgruppe. Vielleicht bringe ich die Krabbelgruppenkinder gleich auch noch raus. Ein bisschen frische Luft schadet ja nie. Nanu? Dörte, was ist denn mit dir passiert? Wie siehst du denn aus? Ja, ich habe so eine Art, ja, Watte in der Nase, weil es einfach nicht aufhört zu bluten. Aber es ist nichts Schlimmes. Da ist nur ein bisschen was kaputt gegangen. Ich habe wohl ganz doll geschnaubt heute Morgen. Und vorhin habe ich einmal genießt und da muss das alles kaputt gegangen sein. Aber es ist schlimmer, als es aussieht. Oh je, tut das denn doll weh? Nein, das tut gar nicht weh. Aber das nervt jetzt ein bisschen beim Reden, weil ja alles verstopft ist. Aber ich kann auf jeden Fall weiterarbeiten. Ich soll nur ein bisschen ruhig machen. Aber erstmal danke, dass ihr euch so schön um mich gekümmert habt. Ja, das war so toll von euch. Vielen, vielen Dank. Dörte, was machst du denn jetzt hier? Du solltest doch zum Arzt gehen. Na, ich war ja auch beim Arzt. Das ging da so schnell. Die haben mich sofort drangenommen, weil ich hier so doll geblutet habe. Ja, jetzt habe ich diese Nasentamponade. Aber die kommen jetzt ganz schnell wieder ab. Und dann sollte das Ganze auch gegessen sein. Ich weiß, das ist gemein, aber du siehst so lustig aus. Ja, Linus, ich wollte auch schon jetzt lachen. Aber du darfst nicht böse sein, Dörte. Du siehst aus, als ob du ein Schnurrbart hast, ums ganze Gesicht. Sieht total witzig aus. Aber wir hoffen, dass du ganz schnell wieder gesund wirst. Also, ich finde, Dörte sieht aus wie der Weihnachtsmann. Jetzt ist aber gut. Nutz das mal nicht aus.
Ja, ihr seid echt witzig. Aber nochmal danke, dass ihr mir so schön geholfen habt. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Hallo, liebe Playmobil-Freunde. Wir freuen uns so sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst diesem Video doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Habt ihr auch schon mal Nasenbluten gehabt? Dann schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Ach ja, wir verlinken euch hier noch ein paar Videos in unserem Zweitkanal. Wir würden uns super doll freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Wir wünschen euch noch einen tollen Tag und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann, tschüss!